Der Kaffee ist getrunken und wir sitzen noch bei unserer Zeitung. Wie kriegen wir die eigentlich geliefert? Jeden Tag? Das haben wir schon lange auf online umgestellt. Das heißt, jeder von uns hat sein eigenes Tablet. Und da lesen wir dann unsere Zeitung. Der Ossi schmeckt es noch, ich bin schon fertig. Ja, bei mir dauert es immer etwas länger. Und was natürlich nicht fehlen darf am Frühstückstisch, das sind die Blümchen. Und im Vorderhaus natürlich auch. Also, ein Also neuer Tag geht los. die Blümchen mussten einfach mit. Die sind zwar nervig für die Helle, aber ich konnte mich einfach nicht davon trennen. Nein, nein, ich finde die so schön, die Blümchen. Mir würde was fehlen, wenn wir sie nicht hätten. Ja. Könnt ihr ihm glauben oder auch nicht. Aber wisst ihr was? Helle, mach mal einen Schwenk raus. Die Sonne scheint heute. Der Tag begrüßt uns halt wunderbar. Und wir stehen nämlich hier jetzt am Main Richtig. in Albertshofen. Jawohl, und gleich geht's weiter. Noch ein paar fränkische Bratwürste essen zum Mittag und dann geht's weiter. Auf geht's nach Norddeutschland. Auf geht's nach Norddeutschland. Machen wir jetzt. Klar, wenn hier zu ist, leider. Wenn es uns nichts zum Essen gehen, dann fahren wir eben woanders hin. Fahren wir weiter, ja. Hier eine Pause, oder? Ja. Ich denke, wir bleiben hier über Nacht. Ja, essen wir erstmal was. Ja, und dann bleiben wir wahrscheinlich hier. Ja. Auf dem Weg zur Nordsee haben wir jetzt noch einen Abstecher nach Alsfeld gemacht, weil wir wollten jetzt einfach eine kleine Pause machen, etwas essen. Und ja, mal sehen, vielleicht bleiben wir hier sogar über Nacht und mal schauen, vielleicht schauen wir uns das Städtchen, das Alsfeld auch nochmal an, das soll nämlich ganz nett sein. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal wieder in unseren Gustl rein, weil der Helle fängt nämlich jetzt an zu kochen und er macht leckere Spaghetti. Ich freue mich drauf, ich habe nämlich Hunger. So, jetzt gibt es auch noch die Reste essen, denn wie wir ausgezogen sind, sind natürlich ein bisschen Lebensmittelvorräte übrig geblieben. Und eine halbe Packung Spaghetti war im Gustl, eine halbe Packung war noch zu Hause. Und das mischen wir jetzt zusammen und dann kriegt die Ursi was Leckeres zu essen. Ich freue mich drauf, habe nämlich Hunger. Habe ich auch, ja. Gleich mal was auftun, sieht nämlich sehr lecker aus. Soll ich dir auftun? Ja. Jetzt lass uns es schmecken. Genau. Und ihr müsst leider draußen bleiben. Ja, das essen wir nämlich ganz alleine. Also, dann schauen wir doch mal, was da los ist in dem Städtchen. Also der Stellplatz ist schon mal ganz nett. Ja, da gehen wir jetzt noch schnell einen Parkschein lösen. Richtig, angeblich kostet nur 5 Euro. Das ist ja moderat für das, was man freies WLAN hat. Ja, nicht schlecht. Das können wir uns leisten, Ossi, oder? Ja, das denke ich auch. Und dann gucken wir mal in Städtle. Genau, vielleicht gibt es irgendwo das ersparte Geld, dass wir das dann noch in ein Glas Wein umsetzen. Ja, mal schauen, was es hier gibt, ob es hier Wein gibt. Ja doch, die Hessen haben doch auch, oder? Haben die Bembel oder sowas? Ja, genau. Ebbelwoi. Ein Ebbelwoi. Also schauen wir doch mal. Ja. So, hier haben wir einen Stadtplan mit Märchenhaus.
Weinhaus, Hochzeitshaus. Hochzeitshaus brauchen wir nicht mehr. Nein. Das haben wir schon hinter uns. Ja. Märchen oder Wein? Wenn ich es richtig gelesen habe, hat das Märchenhaus heute zu. Bleibt ja nur noch der Wein übrig. Ist mal lieber. So, und da haben wir die Sunny-Station. Jetzt haben wir Stellplatzgebühr pro Tag, tatsächlich 5 Euro. Also das ist schon moderat. Stromsäulen sind auch da. Da haben wir ein kleines Flüssel, das könnte die Schwalm sein, aber ganz unverbindlich. Ja. Und hier haben wir Wasser. Und da können wir morgen sogar Wasser tanken, denn das scheint mir nicht abgesperrt zu sein. Ursi zahlt, den Beweis haben wir erbracht. Und wir gehen in die Stadt. Was ich bei diesen Sanitätsstationen überhaupt nicht mag, das ist, dass man für die Toilettenentsorgung extra bezahlen muss. Da wirft man also 1 Euro ein und dann geht er hoch. Und wenn man nicht schnell genug ist beim Ausleeren, dann fährt das Gitter runter. Und deswegen gibt es ein Signal. Und meistens schauen diese Sanitätsstationen auch raus. Und wenn man sich das anschaut, das ist ja ekelig. Also, die Entsorgung sollte bei jedem Stellplatz auch ohne Gebühr dabei sein und vor allen Dingen ohne Gitter. Fürs Trinkwasser, dass man was nimmt, das ist ja ganz normal, aber die Entsorgung, das sollte schon so sein. Also Grauwasser kriegt man so los, aber das ist ja ekelig. Also diese Sanitätsstationen, die mag ich so und so nicht. So ekelig, Ursel, oder? Ja, gut, dass wir nicht entsorgen müssen. Ja, haben wir alles noch gemacht, bevor wir losgefahren sind. Das ist ja die Märchenstadt. Sieht aber nicht nach einem Hexenhaus aus. Kurz vorm Einbruch, vorm Einfall. Das Schöne an der Statik im Mittelalter war immer, dass die Häuser sich gegenseitig stabilisiert haben. Und wie windschief die manchmal geworden sind, das sieht man hier recht eindrucksvoll. Ich weiß nicht, ob es mit der Kamera so rüberkommt. Aber die sind total schief, also im Mittelalter würde ich sagen, kurz vorm Einsturz gewesen. Herrlich, die schiefen Häuser. Also wenn ihr mal daherkommt in die Ecke, das müsst ihr euch anschauen, wie die alle schief stehen. Ganz herrlich. Und der alte Dorfbrunnen steht auch noch da. Da. Windschief. Und da ist der Turm oder einer der Stadttürme. Und ich sag mal, Gott sei Dank ist es jetzt schon 5 Uhr, weil sonst müsste ich mit der Ossi da wieder hochlaufen. Leider hat das Märchenhaus geschlossen, aber wenn ihr das sehen wollt, auch von innen, dann könnt ihr euch mal bei Jens und Manu schlau machen. Die waren nämlich auch schon da und haben das von innen gefilmt. Und Josef, wie gefällt der Alsfeld? Schönes mittelalterliches Städtchen. Leider natürlich jetzt überhaupt nichts los, obwohl ja heute ist ja Dienstag, aber es ist halt keine Saison. Ja, Touristen sind keine da, Eisfelder sind da. Ja. Denn da haben wir freundlich Auskunft bekommen, wo das Märchenhaus ist, sonst hätten wir es nicht gefunden. Ja, wir hätten halt nur ein bisschen im Kreis rumlaufen müssen. Gut, jetzt? Ja. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Gehen wir noch ein bisschen rum. Ein Weinlokal habe ich noch nirgends gesehen. Dann gehen wir halt in das Weinlokal Gustl. Genau, gehen wir zum Gustl.
und die Gelegenheit gleich bei dem Schopf gepackt und für meinen neuen Personalausweis die Bilder machen lassen. Genau. Das bleibt jetzt Erinnerung, Alsfeld. Ja. Begleitet uns die nächsten Jahre. Ja, mich zumindest. 10, glaube ich. Ja, also. Und für die Geschichtsinteressierten kann ich sagen, ich habe nichts herausgefunden, dass Alsfeld irgendwas spektakulär ist. Nö. Also es ist ein schönes mittelalterliches Fachwerkstädtchen mit schiefen Häusern. Ja, Besuch lohnt sich bestimmt. Richtig. Und wenn es sich nicht lohnt, es ist ein Friseur da, es ist ein Fotograf da, also kann man sich auch seine Passfotos machen lassen. Ja. Und wir verabschieden uns wieder, oder? Jawohl, morgen fahren wir weiter. Weiter geht's Richtung Norden. Ja. So, eins haben wir doch noch entdeckt. Also Alsfeld war wohl schon öffentlich relativ bald reformiert. Ja. Und ein Schüler von... Von Luther? Von Luther war wohl auch hier. Thielemann Schnabel. Also, wer auch immer das war. Ein Schüler Luthers. Ja, auf jeden Fall im 15. Jahrhundert geboren. Nee. Doch, 1475. Ah ja, okay. Da steht was von 1500, aber das... Also. Aha. Okay. So. Da steht er, unser Gustl, und wartet auf uns. Da steht die Ursi. Und da der Helle. Der Alsfeld, der ist absolut genial. Das Wasser hat funktioniert, obwohl es Minustemperaturen hat. Und die Entsorgung ist also gut, hat gut geklappt. Müllbehälter sind auch genügend vorhanden. 5 Euro, sehr moderater Preis und vor allen Dingen freies WLAN. Absolut zu empfehlen. Alsfeld in Hessen kann man nur empfehlen. Da in Greziel ist jetzt schon ein bisschen dunkel geworden. Ich wollte eigentlich noch Fisch essen gehen, aber dann haben wir festgestellt, die Lokale sind ziemlich weit weg. Aber wenn man an der Nordsee steht, gibt es natürlich trotzdem Fisch. Heide Zeichen. Das ist jetzt Werbung. Du musst jetzt müssen wir reinschreiben: Werbung, Werbevideo. Unbezahlte Werbung. Und morgen gibt es richtigen Fisch. Hoffen wir es doch, ja. Ich möchte schon gerne an der Nordsee einen Fisch essen. Vor allen Dingen möchte ich dann mal die Nordsee sehen. Denn bis jetzt habe ich noch keinen einzigen Wassertropfen gesehen. Nur vom Regen? Ja, der zählt nicht. Also morgen geht's weiter. Jetzt legen wir euch erst einmal ab. Und morgen melden wir uns wieder. Bis dann. So schön es ja auch hier sein mag, im Sommer ist es hier bestimmt wunderschön mit dem Örtle, aber jetzt ist natürlich alles etwas geschlossen, hat alles zu, sehr wenig los natürlich, ist ja auch sehr kalt, aber wir machen uns jetzt auf und suchen die Nordsee. Absolut. Ja. Da sind wir jetzt in Greziel, das ist ziemlich direkt an der Nordsee und es ist eigentlich sehr schön hier, aber man hat null WLAN oder null Internet. Was allerdings gut ist, der Strom geht nach Zeit. Das heißt, wir haben jetzt für 16 Stunden eingeworfen und tatsächlich 16 Stunden hatten wir Strom. Den hänge ich jetzt ab.
deutschen Landsleute. Es gibt ja viele Naturschönheiten in Deutschland und die Nordsee ist es sicherlich auch. Aber an eure Naturschönheiten ranzukommen, das ist nicht sonderlich einfach. Nein, ist halt überall der Deich. Und überall, wo man hingehen könnte, da ist Balgen verboten. Ja. Wir stehen jetzt hier dreiviertelst legal am Straßenrand und jetzt wollen wir endlich die Nordsee sehen. Jetzt gehen wir die Treppe da hoch und ja, da ja jetzt kein Fußverkehr hier ist und ja, man kommt vorbei, also seht uns nach, dass wir jetzt nicht so ganz richtig stehen, oder? Fast legal. Fast legal. Okay, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal hoch. Ich will jetzt unbedingt an die Nordsee. Ja, wir sind an der Nordsee, aber wir haben noch nichts gesehen davon. Noch keinen Tropfen. Mal schauen, ob da überhaupt das Wasser ist. Ja, das kommt jetzt dazu. Wenn wir jetzt Glück haben, haben wir eben. Kommt mit. Jetzt weiß ich ja, warum da überall Windräder stehen. Und so wie es aussieht, haben wir gerade Ebbe. Boah. Oh. Ich hab's gewusst, wir kommen an die Nordsee und ist Ebbe. Also ich glaube, es gibt bessere Ideen, als im Januar oder Februar in die Nordsee zu fahren. So, da sind wir jetzt im Fährehafen von Norddeich. Da geht die Fähre nach Jüst. Ja, genau. Aber die nehmen wir heute nicht. Unangenehm. Kalter Wind. Ja, wir haben Winter und wir sind im Norden, Norddeich. Sagt dir schon alles. Kalt ist's. Also auf dem Meer jetzt draußen zu sein, das ist sicherlich nicht sehr angenehm. Da ist es ganz dunkel und hier ist es ja relativ hell. Ostfriesische Cremefischsuppe. Fischcremesuppe. Lecker. Kann es euch nur empfehlen. Die schmeckt. Ich gebe gar nichts davon ab, ich esse alles selber. Ich habe in meinem Leben noch nie Fischsuppe gegessen, ich esse auch nie alle. Das ist so eine Katastrophe der Hille. Ich sag's euch. Köstlich. Das ist natürlich Frachtenmeer. Ja, also an der Nordsee muss man ja schließlich Fisch essen, oder? Der Hille hat ein bescheidenes Krabbeljaufilet. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ich habe eine Nordseeschulde. Das ist in der Seehundstation. Ja, da schwimmen sie. Oh,
Das war's vom ersten Teil. Jetzt fahren wir der Nordseeküste entlang und dann kommt das nächste Video. Das heißt dann an der Nordseeküste. Moin, moin. Moin, moin.